Hallo zusammen, Thomas hier. Es gibt eine neue Version von Lumina, allerdings keine neue Version von Lumina 3 oder kein Upgrade, noch nicht zumindest. Es ist sicherlich in Arbeit, noch kein Upgrade zu Lumina 3. Es gibt eine zweite ergänzende Lumina-Version und zwar heißt die Lumina Flex. Lumina 3 wird mit dem nächsten größeren Release nicht mehr Plug-in-fähig sein. Nicht mehr Plug-in-fähig dahingehend, dass man Lumina 3 oder generell ja, Lumina 3 dann als Plug-in in andere Bildbearbeitungsprogramme einbinden können wird, so wie man das momentan in Lightroom oder auch in Photoshop beispielsweise kann. Das geht also dann verloren, beziehungsweise das klemmt man schlicht und ergreifend ab. Lumina 3 wird allerdings dahingehend weiterentwickelt, dass man andere Bildbearbeitungsprogramme oder andere Plugins in Lumina 3 einbinden kann. Also man dreht den Spieß im Prinzip jetzt um. Aber es gibt sehr viele Anwender, zumindest wenn man dem Blogpost auf der Skylum-Seite Glauben schenken darf, die Bildverwaltung, die mit Lumina 3 gekommen ist, gar nicht haben wollten. Entweder weil sie schon eine andere Bildverwaltung haben oder sich das anderweitig organisiert haben, aber weiter gerne nur, in Anführungsstrichen, die flexible Bildbearbeitung oder die flexiblen Möglichkeiten der Bildbearbeitung mit Lumina nutzen wollten. Wie die vielen interessanten und wirklich sehr, sehr gut gemachten Filter, um seine Bilder zu bearbeiten. Die ebenenbasierte Bearbeitung beispielsweise für diejenigen von euch, die vielleicht noch mit der älteren Lightroom-Version arbeiten, Standalone, wo es keine Ebenen gibt, aber die mit Photoshop nicht arbeiten wollen, aber ganz gerne die ebenenbasierte Arbeiten in Teilen nutzen wollen. Und da gibt es sicherlich weitere vielfältige Möglichkeiten, warum man gerne mit Lumina arbeiten möchte, aber eben ohne Bildverwaltung. Und genau für diejenigen von euch, die die Flexibilität von Lumina nutzen wollen, ohne Bildverwaltung, genau für diejenigen von euch ist Lumina Flex. Im Grunde ist Lumina Flex damit eine Fortführung von Lumina 2018. Das heißt, ihr könnt Lumina Flex in Zukunft weiterhin dann als Plugin in verschiedene Bildbearbeitungsprogramme einbinden. Stand heute ist das Photoshop und Lightroom, so wie das in der Vergangenheit mit 2018 auch der Fall war. Und meines Kenntnisstandes ist jetzt neu hinzugekommen Photoshop Elements. Das war, glaube ich, soweit ich weiß, zumindest unter der Windows-Version, nicht einzubinden oder als Plugin einzubinden unter Photoshop Elements. Das ist schon mal hinzugekommen. Und Skylum hat versprochen, auch weitere Bildbearbeitungsprogramme zu unterstützen, um dann Lumina Flex einzubinden und auch einen Teil der Bildbearbeitung, meinetwegen auch die ganze Bildbearbeitung, dann in Lumina Flex zu machen. Und was man auch machen kann in Lumina Flex, ihr könnt auch wie in 2018 dann weiterhin, / wieder, die Entwicklungen, die ihr gemacht habt, dann entweder wieder zurückgeben an die führende Bildbearbeitung oder ihr könnt auch die Dateien abspeichern in dem Lumina-eigenen LMNR-Format, sodass ihr dann auch in Lumina Flex oder auch in Lumina 3, je nachdem, womit ihr arbeitet, dann die Dateien mit allen Bildbearbeitungsschritten und allen Einstellungen, die ihr gemacht habt, dann aufrufen könnt, um dann daran beispielsweise weiterzuarbeiten. So, das ist eigentlich so der Unterschied. Lumina Flex für alle, die Lumina nutzen wollen, aber ohne Bildbearbeitung oder Bildverwaltung. Und Lumina 3 ist für all diejenigen, die eben auch dann die Bildverwaltungsfunktion nutzen wollen. Ansonsten soll das Ganze technologisch vollständig parallel entwickelt werden, was die Bildbearbeitung angeht. Und gucken wir uns gerade mal an, wie sieht denn Lumina Flex aus? Und das, was ihr jetzt hier seht, ist nicht Lumina Flex. Ich habe ganz bewusst noch meine Lumina 2018 Version aufgemacht, denn Lumina Flex sieht auch erstmal genauso aus wie Lumina 2018. Ihr könnt also genau ein Bild aufrufen, mit dem ihr arbeiten könnt. Und ich mache jetzt mal dann Lumina Flex auf und dann schauen wir uns das einfach mal vergleichend an. Und das ist jetzt hier Lumina Flex und ihr seht, ich schiebe das mal komplett hier drunter. Wir haben dann bei Lumina Flex exakt die gleiche Menüstruktur, aber nicht nur das. Ich mache jetzt die einzelnen Menüpunkte nicht auf. Die ganzen Einträge, die sich hier befinden und die ganzen Bearbeitungsmöglichkeiten und die ganzen Einstellungsmöglichkeiten sind absolut identisch zwischen Lumina Flex und Lumina 2018, zumindest Stand heute.
Denn das Ganze wird, wie gesagt, ja weiterentwickelt und dann wird sich dann natürlich dann irgendwann die Schere aufmachen und Lumina Flex wird sich weiterentwickeln. Lumina 2018 wird ja seit Lumina 3, seit Ende letzten Jahres, nicht mehr weiterentwickelt. Es gibt so ein paar kosmetische Sachen, die wir hier sehen können, die von Lumina 3 natürlich schon rübergewandert sind. Hier also einfach die etwas bessere Darstellung, die auch fehlerfreiere Darstellung. Hier hatten wir noch bei Lumina 2018, passte das manchmal nicht so ganz rein. Abbrechen, anwenden. Anwenden, abbrechen hat man eben hier optisch ein bisschen schöner gemacht, ein bisschen umsortiert. Aber das ist es im Wesentlichen auch. Ein paar kosmetische Geschichten. Seit Lumina 3 heißen ja die Vorgaben, die früher Filter-Presets hießen, heißen ja jetzt Lumina Look. Also so ein paar sprachliche und kosmetische Anpassungen. Aber ansonsten funktional sind die beiden Versionen aktuell momentan noch identisch. Genauso wie die Bildbearbeitung von Lumina 3 und Lumina 2018 Stand heute auch noch identisch sind. Aber, das sagte ich ja gerade, das wird sich jetzt im Laufe der Zeit auseinanderentwickeln, sodass also alle neuen Entwicklungen nur noch bei Lumina 3 und bei Lumina Flex sein werden. Für alle diejenigen von euch, die schon mit Lumina 2018 angefangen haben, die haben natürlich das kostenlose Update auf Lumina 3 bekommen und auch alle diejenigen, die jetzt grundsätzlich entweder durch den Wechsel von 2018 oder durch den Neuerwerb von Lumina 3, Lumina 3 haben, haben jetzt automatisch auch zumindest erstmal Lumina Flex. Wie lange das bestehen wird, weiß ich nicht. Alle diejenigen von euch, die noch keine Lumina-Lizenz haben, weder eine 18er noch eine Lumina 3, die können oder müssen, je nachdem, sich dann Lumina Flex kaufen. Lumina Flex kostet aktuell 59 Euro. Mit meinem Rabattcode spart ihr nochmal 10 Euro. Und Lumina 3 kostet aktuell 70 Euro. Auch da wird es natürlich spannend sein, wie sich die Preisentwicklung der beiden Varianten weiterentwickelt. Ich kann mir grundsätzlich gut vorstellen, dass sich Lumina 3 im Laufe der Zeit, das wird sicherlich irgendwann der Preis auch mal ansteigen. Ganz einfach, wenn die Bildverwaltung auch sich weiterentwickelt und da mehr Möglichkeiten sind, dass man dann da sicherlich den Preis im Laufe der Zeit auch nochmal anhebt. Aber das kann ich alles nicht sagen. Also aktueller Preis, aktuelle Preisdifferenz in Euro sind 11 Euro zwischen Lumina Flex und Lumina 3. So, das war's dazu. Also schaut euch das einfach mal an und je nachdem, welche Variante für euch die bessere ist, habt ihr auf jeden Fall jetzt die Wahl, entweder Lumina mit Bildverwaltung zu erwerben oder eben komplett ohne und na, ich sage mal, genauso zu arbeiten, wie ihr das vielleicht früher von 2018 gewöhnt seid. Falls ihr mit Lumina noch nicht so viel Berührung hattet, ich verlinke euch hier oben in der Infocard mal meine gesamte Playlist zu Lumina 2018 und Lumina 3, sodass ihr dann schon mal so Ideen bekommt und Einblicke in die Möglichkeiten der Bildbearbeitung mit generell Lumina. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und empfehlt mich weiter. Und abonniert RohrTV, dann seid ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal auf diesem Sender.